eben noch fix die vier Codex-Seiten, und dann muss ich eine kurze Pause einlegen. Oder was heißt kurze Pause? Ich muss dann, oder will dann eine Pause einlegen. Hat er gerade What the fuck gesagt? What the fuck? Ist er von Sinnen? Habe ich zumindest verstanden. Ups. Ja. Ja. Genau. Sehr schön. Wo ist denn die nächste Codex? Die ist bestimmt außerhalb. Eine ist noch. Oh Gott, eine muss noch so am Arsch sein, natürlich. Alter, verarschen. So. Damit habe ich ja schon ganz anständig Codex-Seiten gesammelt, eigentlich, ne? Also, ich habe dann schon 7, 8. Wie viele finden darauf Platz? 50? Für die ersten 2-3 Stunden nicht schlecht. Natürlich auch für meine Verhältnisse. Nicht? So, und raus geht's hier lang. Da lang. Ups, Entschuldigung, tut mir leid. Nicht mein Fehler. Ja, Fresse halten. Gibt's hier keine Pferde? Doch, Pferd. Juhu! Okay. Tja, die Codex-Seiten sind also von Altair beschriftet worden, damit andere Assassine sie dann entschlüsseln können und das Geheimnis lüften können. Um die Edensplitter. Nein, absitzen. Das geht mit einer anderen Taste. Plündern, plündern, plündern. Moment, war das so? Ich glaube, von vorne konnte man rauslaufen. Jawohl. Geil, mehr Gesundheit kriege ich dadurch. Fette Sache. So, nächstes Ziel ist wieder zurück. Im Gebäude, da gehe ich noch hin. Werde die Mission annehmen. Und dann werde ich die Pause machen. Ach ja, und wieder zurück. Und leck igitt. So. Musste nochmal kurz neu starten. Damit ich diese Scheißverschiebung nicht habe wie bei Dishonored. Ach, mit dem Pferd kann ich da nicht rein, war ja klar. Alter, noch sieht das hier richtig dreckig und abartig aus, alles. Aber das wird, das so viel kann ich schon mal sagen. Wenn man da alles aufgerüstet hat und so, dann sieht das hier schon echt klasse aus. Oh, Claudia, was macht die denn hier? Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Haha, sie muss arbeiten. Er lässt mich arbeiten. Er müsste hier immer mit Sicherheit hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Ja, Oh, genau. klasse. Mehr Jetzt geht's Arbeit für nämlich mich. los. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht. Alles klar. Ja, und damit kann man auch schon sehen, hier, das ist das, was wir einnehmen. Durch die Geschäfte nehmen wir 125 Florin alle 20 Minuten ein. Durch die Sammlung 27 und durch die Ausrüstung 85 macht 237%. Wir haben schon 1% abgeschlossen. Würde ich mal sagen, das Bordell renovieren wir mal als erstes. Nein, das geht leider nicht. So. Die Frage ist jetzt nur, wie macht man das noch gleich?
Altairs Ausrüstung. Ah, ja. Genau. Renovierung, Geschäfte. So. Dann ging es da wohl doch nicht. Da muss man dann eher hier ran. Ah, mit dem hier reden. Buongiorno. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Onkel, yep. Das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr etwas Wer verkaufen nicht? wollt, Wer kauft. nicht? Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Geile Wenn ich Sache. einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu Oh niedrigen ja. Preisen erwerben. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen, nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Und wie Sir Mario mir erzählte, war das eurem Ur-Urgroßvater sehr wichtig. Außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Oh Wollen wir ja. uns das einmal Ja, wollen ansehen? wir machen. So, das ist die Stadt. Kunsthändler kann man aufrüsten für 8000 auf die höchste Stufe. Allerdings fange ich mit der Bank an. Ja. Soll gemacht werden. Verfügbar sind noch 6000. Kann ich gleich noch Stufe 2 machen. Ach so, oh, ich habe doch nur noch 4800. Das ist natürlich doof. Dann gucke ich mal. Buon viaggio. Dann gucke ich mal eben kurz, ob ich irgendwie auf die Schnelle an 200 komme. Offenbar nicht. Scheiße. So, ich will jetzt mal kurz gucken. Salute, Claudia. Ja, Willst du das Salute. Buch sehen? Ja, werde ich. Genau, die Geschäfte. Renovierung, Geschäfte, genau. Die Bank bringt nämlich 1500 an Gesamtwert. Die ist nämlich richtig gut. Deswegen will ich die auch als erstes hochbringen, Bis weil bald, dadurch kriegen wir Ezio. wiederum mehr Kohle und so weiter und so weiter und so fort. Vielleicht ist ja was in der Kiste drin. Null Florin. So, sprechen wir noch fix hier mit Ezio, Mario. ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. Oh ja, genau. Das will ich unbedingt wieder haben. Das ist so geil. So geil. Gehen wir mal runter. Folgen wir ihm mal durch den Geheimgang, von dem ich sprach. Das ist er nämlich. Ich dachte eigentlich, der war hinter der Kodexwand, aber war er doch nicht. Hier müssen wir nämlich diese Schilde platzieren, die wir finden können. Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Okay, mal Und schauen. das ist die Rüstung Oh von ja, Altair. die sieht epic aus, Wenig ist was? über Altairs Leben bekannt. Doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte Oh über ja. Krypten in ganz Italien, versteckte Gräber mit Aha. Schätzen gefüllt, in denen diese Leute vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den Sechs. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Klar habe ich mehr Glück, denn ich will's Um unbedingt perfekte haben. Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Oh ja, die sieht schon richtig geil aus. So, wer ist das hier? Statue von Wayu. Okay. Wer ist das? Darius. Und das? Ja. Genau. Amunet. Ah, die kenne ich ja. Iltani kenne ich nicht wiederum. Und Leonius.
Alles klar, das sind die 6 Beschützer. Wir müssen alle Platten finden. Ich werde natürlich alle finden. Und damit auch Altairs Rüstung. Aber das machen wir ein andern Mal. Oder mache ich später weiter. Denn erstmal mache ich jetzt eine Pause. Na, ist da jetzt was drin? 0 Florin. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und ich bin wieder zurück. Ich hatte eben eine etwas längere Pause gemacht. Deswegen haben wir jetzt hier 774 Florin drin, weil alle 20 Minuten werden so und so viel generiert. Ich glaube, 300 sind das in etwa. Und damit können wir uns jetzt das nächste Bank-Upgrade kaufen. Sollen wir uns die Liste anschauen? Jo, machen wir das. Bank renovieren. ...600 haben wir noch. Ich bezweifle, dass wir damit... Ne, damit können wir nichts mehr machen. Das heißt, wir sind hier fertig. Oh ja, und das mit ist Monteregionos Wert um 5000 gestiegen. Es verändert sich auch hier. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum nächsten Ziel. Ja, sieht von außen immer noch ein bisschen runtergekommen aus. Aber es bessert sich. So, der Schmied. Der Arzt, wo ist die Bank? Ach, da kann man wahrscheinlich gar nicht hin. Das bringt, würde ja auch nichts bringen. Ne? Aber wir haben jetzt hier eine Bank. Nach der Bank werde ich, denke ich mal, das Bordell machen, weil ich es einfach geil finde. Und als nächstes, bevor wir überhaupt irgendwas weiteres machen, würde ich sagen, wohin müssen wir? Wir müssen nach Florenz zurück, würde ich sagen. Da nicht. Nicht bei den Pferden, sondern hier. Sprechen wir mal mit ihnen und sagen ihm, wo wir hin wollen. Und zwar nach Florenz. Oh, und das ist schon ein bisschen teurer. Wir waren bisher immer hier. Gehen wir direkt zu Leonardos Werkstatt. Das ist doch gut. Sind wir schön zentral und können vor allem gleich die Kodexe, ist das die korrekte Mehrzahl? Ich bin mir gerade nicht sicher. Übersetzen lassen. Von ihm. Und ja, da die Ladesequenz wahrscheinlich wieder etwas länger dauern wird, unterbreche ich hier nochmal. Bis gleich. So, und das geht weiter. Ja, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Was ist das noch gleich? Speichert das Spiel da? Ah, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall ist es ziemlich lange da. Oh, und die Stadt baut sich auf. Ist auch richtig geil gemacht von denen. Wir haben das Jahr 1478. Ich glaube nicht, dass das Spiel... dass wir in dem Jahr auch Florenz verlassen haben, oder? Glaube ich irgendwie mal nicht. So, Nutzung von Aussichtspunkten. Ja, ja, schon klar. Interagieren wir erstmal. Und statten Leonardo einen Besuch ab. Ezio, du lebst ja noch. Ja. Sieh sich das einer an. Die letzten 2 Jahre ja, waren gut. 2 Jahre waren's. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Wie aufregend? Irgendwie spricht... Ich glaube, das ist derselbe Synchronsprecher wie... Scotty aus dem neuesten Star Trek-Film. Es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener... Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan. Was ist das? Von Skizzen. Ah. Was das wohl zu bedeuten hat. Natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm's. Kann ich ihm nur zustimmen. Ich lasse meine Assistenten einige Proben zum Üben aufstellen. Ey, Vincenzo! Geil. Vincenzo. Vincenzo, ey. Verschiedene Attentatstechniken üben, während Leonardo die über den Kodex Seiten brütet. Machen wir das.
Warum auch nicht? Warum auch nicht?